Als Balthasar mich mit dieser Mission hier betraute, hatte ich eine mächtige Rolle der Aufhebung bei mir, um die Macht des Gays zu brechen und mir Zugang zu Abbasigals Privatgemächern zu verschaffen. Die Rolle wurde mir genommen, doch niemand kann sie zerstören. Ich nehme an, sie befindet sich nach wie vor in den Händen von Abbasigals Günstling. Ihr müsst diese Rolle finden, um den Gays aufzuheben, um Zugang zu Abbasigal zu finden. Gibt es sonst noch etwas, was ihr mir sagen solltet? Wenn ihr den Weg in die Kammer gefunden habt, werdet ihr schon gemerkt haben, dass es in diesem Komplex einige Becken gibt, gefüllt mit einer besonderen Flüssigkeit, die euren Lungen erlaubt, für kurze Zeit Wasser einzuatmen. Ihr müsst schon etwas davon gefunden haben, wenn ihr es bisher hier geschafft habt. Verliert es nicht. Ich werde jetzt aber wissen, warum Balthasar euch alleine hierher geschickt hat. Keine Bange, ich werde schon einen Weg finden, der mich hier herausbringt. Nehmen wir mal die 1. Das solltet ihr nicht wissen. Mein Auftrag stirbt mit mir. Ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, dass ich diesen Ort nicht mehr lebend verlassen werde. Meine Verletzungen sind einfach zu schwer. Mein gequälter Körper ist so geschädigt, dass ich mich selbst heilende Magien nicht mehr retten könnte. Ich widerstand der lindernden Umarmung des Todes nur aus Pflichtgefühl Balthasar gegenüber. Doch nur da ihr Abbasigal töten werdet, bin ich von meinen Pflichten in dieser Welt befreit. Schaut nur auf die entsetzlichen Zeichen an seinem Körper. Sie haben ihn entweiht. Selbst wenn ich gewollt hätte, ich hätte diesen armen Kerl nicht helfen können. Er trägt aber noch was bei sich. Hindos Hand? Warum trägt er Hindos Hand? Also ja, erstmal Questgegenstände hier hoch. Seil. Dieses Seil wurde für Höhlenforscher entwickelt. Es ermöglicht euch, in lange gewohnte Unterwassertunnel zu tauchen, ohne euch zu verirren. Hindos Hand. Allein schon die Tatsache, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, die Hand des legendären Kriegers aus Karatur zu modifizieren, bezeugt, wie mächtig und bedeutend er gewesen sein muss. Ja. Gut. Ich warte. Erzählt mir mehr davon. Es wäre echt schön, wenn mir jemand die Tür hier aufmachen würde. Ihr müsst eure Gruppe erst... Jemand hat mir die Tür aufgemacht. Keine große Herausforderung. Okay. Also in dem Becken waren wir bereits. Und in dem Becken waren wir bereits. Das heißt, es fehlen noch die beiden. Ich nehme mal das untere. Oh, das... Ja, es wurde Alarm gegeben. Ich kann also hier nicht raus. Dieses Becken führt nirgendwo hin. Na, supi. Ich laufe mal am oberen Rand entlang. So gut ich kann. Ja, da liegt auch was dahinter. Ihr bemerkt das merkwürdige Verhalten des Drachen. Seine inneren Augen strahlen geradeaus, ohne euch wahrzunehmen. Als ihr näher kommt, beginnt die Bestie zu sprechen, aber scheinbar nicht zu euch. Auf die Knie, bevor ihr es wagt, dem Tyrannen Abbasigal gegenüberzutreten. Kniet nieder! Auf die Knie! Beugt euch vor seiner Macht und Gnadenlosigkeit, oder ich werde euch keine Audienz gewähren. Auf die Knie, bevor ihr Abbasigal zu nahe kommt. Beugt euch vor seiner unbarmherzigen Macht. Okay. Das wird dann wahrscheinlich die Tür sein, die er da bewacht. Und hier sind auch jede Menge Becken, die irgendwo hinführen. Ja, supi. Also durch das Becken sind wir reingekommen. Das führt nirgendwo hin. Und dann haben wir noch die beiden. Dann tauchen wir mal einfach zurück und gucken, wo das letzte Becken hinführt.
Ob das einfach auch nur eine Verbindung hier rein ist oder ob wir irgendwo landen. Ja, hier durchtauchen. Bis jetzt ging es ja eigentlich, was die Gegner angeht, bis auf Draconis. Okay. Ein Sucher. Hm. Zum Eingang. Wenn ihr es wollt. Ein Wachsamer. Ach so, das sind fliegende Augen. Meine Klinge wird euch schon zerrecken. Oh, der beschwört. Sterbt, ihr quiekenden Ratten. Veräpple mich nicht. Oder ich mach dich zum Mutz. Veräpple mich nicht. Oder ich mach... Wenn ich der oh Gruppe Gott. Spricht frei heraus. Nicht hoch. Ich verstehe. Ich warte. Jeder stürzt dich in mein Schwert. Die Diener in der Garstiger Ort, muss ich sagen. Zum Glück gibt es hier ein Autosave. Okay, wir tauchen erst nochmal hier durch. Und ich gucke mir mal die anderen Tunnels an. Wo die so hinführen. Also hier wären zwei. Das ist keiner. Und hier oben wäre noch einer. Also gucke ich mir erstmal die unteren beiden an. Ja. Tauchen. Zum Glück scheint die Wasserrolle ewig zu halten. Okay, das führt mich einfach nur nach da oben. Tag Drache. Und ich denke mal, da ist Habasik als Lagerstätte. Also eigentlich, also das Zentrum, wo wir hinwollen. Und das führt mich wohin? Auch zu den Augen, okay. Hört auf! Hört bitte auf! Oh Mann, ey! Diese Augen wirken erst auf den ersten Blick harmlos, aber auf den zweiten sind sie tödlich. Okay, wir gehen wieder zurück in den Hauptraum und greifen von da aus nochmal an. Wenn es das ist, was ihr wollt. Also hier durch. Vor allem mit was machen die so viel Schaden? Ich habe nicht keine Angriffe, nichts gesehen. Stirb, Kreatur, und nähre die Erde. Auf
Das sollte nicht sein. Euer Wunsch ist mein Begehr. Was hast du eigentlich zu sagen? Nichts, okay. Ihr habt es so gewonnen. Der Gerechtigkeit. Es wird euch viel stärker schmerzen als mich. Ihr habt die Kreatur und nähere die Erde. Ja? Verstanden. Ich warte. Keine große Herausforderung. Die Pflicht ruft. Ich verstehe. Außer hier ist alles Mögliche unsichtbar. Ja. Kyo Wocho. Wisst ihr was hier, Viecher? Ich. Meine Klinge wird euch schon zurechtstoßen. Boah. Warum sind das so viele da? Okay, okay. Wenn ich der Gruppe weiterhin von Nutzen sein soll, benötige ich Heilung. Okay. Das hier ist wesentlich anders. Interessant. Ich stelle es nicht in Frage. Ich finde es sehr interessant. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Kratz ihnen die Augen aus. Level up Vitalisa. Oh, versteinerte. Ich kannte der Verrückte, ihr da einlegen. Was belästigt ihr Fürster Basigals Lieblingsdiener? Meine Reisen haben euch nicht zu interessieren. Ich suche nach einer Rolle der Aufhebung. Ihr habt nicht zufälligerweise eine gesehen? Wer seid ihr und was hat es mit euren Dienern hier auf sich? Nehmen wir mal das. Nun, ich bin Inkampf der Erleuchtete, eigentlich der Verrückte, der Lieblingszauber von Fürster Basiga, dem Herrscher von Toril. Und diese lieblichen Wesen hier sind mein neuestes Experiment und meine treuesten Freunde. Eure engsten Freunde sind also Augäpfel. Experimente Augäpfel. Ihr seid verrückt. Nehmen wir halt ja eins. Junge Frau, beachtet bitte das Fehlen der Münder oder andere wortspeiernde Öffnungen bei den Augäpfeln. Ihr tätet gut daran, euch auf die nämliche Weise zu entwickeln. Jetzt, was wollt ihr? Ich suche nach einer Rolle der Aufhebung. Wisst ihr zufälligerweise, wie ich eine finden kann? Eine unterische Delikatesse an Kumquatmus mit feinem Lauchkonsommé? Ihr seid verrückt, nicht wahr? Nein, eine Rolle der Aufhebung. Das ist ein Zauber, um einen Gaze aufzuheben. Nun ja, möglicherweise liegt eine davon noch in meiner Unterhosenschublade herum und verknotet diese zu einem unentwirrbaren Knäuel. Das könnt ihr euch sicher vorstellen. Gewiss, kann ich die Rolle haben? Her mit der Rolle, bevor ich sie aus eurer Leiche herausschneide. Nehmen wir die 1. Ich weiß ja nicht, wie man das bei euch in der Gegend regelt, aber hier bei uns in der Basigas Enklave fliegen wir für unsere Rollen der Aufhebung zu arbeiten. Was soll ich tun? Um ehrlich zu sein, kann ich meine Experimente hier nicht im Stich lassen. Sie sind ziemlich zerbrechlich. Und sie riechen so angenehm wie Käse. Okay. Ich gestehe, ich bin kein Käse-Experte, aber habt ihr in jüngster Zeit einmal die Duftwolke ihrer Tiere gerochen? Ich wüsste keines, das etwas ins Maul nehmen würde, das auch nur annähernd so riecht wie dieser Ort. Vor ein paar Tagen fing ich einen gautischen Betrachter, der um meine Augen herumschlich. Er schien sich in eines verguckt zu haben. Wie dem auch sei, er hatte schöne Augen. Ohne nicht zu betonen, dass ich mir einen Dolch schnappte und versuchte, mir ein Auge für meine Experimente zu besorgen. Doch der kleine Bastard sprang in eines der Becken östlich von hier und verschwand. Ich brauche diesen Augenstiel. Unglücklicherweise wird es in der Höhle, in der er abgetaucht ist, von Kobolden. Mächtige Helden wie Vince und Talisa sollten sich nicht um derart unwürdigen Gegnern messen. Wahrscheinlich könnte Bo sie allein besiegen. Sollte natürlich ein Scherz sein. Lass uns endlich mit der Koboldjagd beginnen. Vielleicht auch ältere Todesaugen, ich weiß es nicht genau. Spielt ja auch keine Rolle. Holt mir den Augenstiel und ihr könnt sie haben, die Rolle.
Ich bin ein Kind Bal und diese Aufgabe ist unter meiner Würde. Ich soll euch also diesen Augenstiel beschaffen. Meine Maßstäbe sind mittlerweile etwas höher angesiedelt. Auch wenn ich meine kostbare Zeit damit verschwende, ich werde diese Aufgabe übernehmen. Ich denke ja gar nicht dran. Gebt mir die Rolle oder ich bringe euch um. Nehme ich die drei. Und entschuldigt bitte, aber wenn eure Zeit kostbar für diese Aufgabe ist, warum engagiert ihr dann keine Subunternehmer? Und wem bitteschön? Diese Leute hier, sie scheinen mir zuvor brennend an Aufgaben und Abenteuern interessiert zu sein. Das sind doch aber blutige Anfänger. Ja, sind sie wohl, aber ihr seid doch nicht auf den Kopf gefallen. Findet einen Weg, ihnen zu helfen und ich bin sicher, sie werden die Aufgabe übernehmen. Kommt in mein Labor, wenn ihr die Augenstiele habt. Eines der anderen Becken führt euch direkt dorthin. Okay. Das ist verschlossen, der Geheimweg. Da sind noch mehr Augenstiele. Die uns hassen. Auf geht's. Schön.